über der Rambam erzählt und über die Gesetze von Geschäften machen, wenn ein Mensch was kauft, akquiriert, es ist nicht ausreichend, sagt der Rambam, nur eine Unterschrift zu machen. Ein Mensch kauft etwas. Wenn man kauft zum Beispiel ein unbewegliches Gegenstand, wie zum Beispiel ein Grundstück, im deutschen Gesetz muss man nur eine Unterschrift machen, ja? Nach dem jüdischen Gesetz, man muss etwas physisch auf diesem Grundstück machen, um zu zeigen, dass man Eigentümer ist. Man muss hingehen, muss etwas machen, die Tür zuschließen, etwas auf dem Grundstück machen, damit man zeigt, dass man wirklich da ist. Das ist der Grund, dass bei einer Ketubah, man muss auch was nehmen in die Hand, um zu zeigen, dass wir tun etwas. Genauso, wenn man kauft etwas Bewegliches, muss man auch die Sachen in die Hand nehmen und dann erst wird man die Eigentümer. Und hier lernen wir, dass im Judentum wir agieren in der physischen Welt. Das ist auch der Grund, dass man wird Bar Mitzvah, man legt physischen Tefillin. Man kann nicht nur sagen, ich fühle mich jüdisch. Man muss auch was Physisches machen und das ist der Grund, dass wir machen die Mitzvot in die physischen Welt, wir legen Tefillin und das ist die Welt, die wir wirken auf die Welt. Heute ist der 19. Tag in Monat Elul. Genau vor 8 Jahren heute war die Einweihung der Synagoge. Genau heute. Und wir lesen in Ayin Yoin. Dass es steht in der Tora, dass alle Menschen sind anwesend, wenn Gott die Tora gibt. Von den Holzhackers bis die Wassertragers. Aber es gibt noch eine Bedeutung. Heute bedeutet auch Ratgeber. Wenn ein Mensch will sich stärken im Judentum, soll er sprechen mit jemandem anders. Wenn man spricht untereinander, dann kriegt man die Kraft, man bekommt Rat und man kriegt die Kraft, die Dinge durchzuführen. Rabbi Hananya, der Kasher Eimer, Rotter, der Bob, der Sack, der Sodafichach, hier beim Telemitzel Schneemann, der Chowitz, der Zitke, Jagd, der Teure, der Jadir, die letzte